Hallo, ich bin der Michael Dahlke, Kioskbetreiber von der Pavikastraße 2 in Gelsenkirchen-Boasse. Dieser Kiosk hat 1936 Baujahr auf dem Buckel. Mir sagen lassen, ist der älteste von allen. Nach Recherchen, die ich mal so rausgefunden habe, hatte dieser Kiosk 4 Vorbesitzer. Ich bin der 5. und versuche dieses dann auch halt noch weiterzuführen. Tja, mein Kiosk ist mein Herz. Dann sage ich mal, das schlägt jeden Morgen, wenn ich die Tür aufschließe. Und verabschiede mich abends, wenn ich die Tür abschließe, ne, sag ich mal. Das ist irgendwo die Herzlichkeit. Es ist sehr viel Arbeit, man braucht sich nichts vormachen, aber das ist Kiosk. Kiosk zu leben ist für mich eine Aufgabe gegenüber den Menschen, sag ich mal. Die Menschlichkeit, die noch da geblieben ist oder die noch hier ist in diesem Raum oder in den Räumlichkeiten, den Menschen noch wiederzugeben oder den Menschen noch spüren zu lassen, sag ich mal. Man fühlt sich heimisch. Ne? Hier ist man wer. Man kommt hier rein und sagt, Mensch, hier bin ich noch wer. Ne? Hier spricht mich jemand an. Ich kann mich unterhalten. Ne? Mal halt eine Minute, zwei. Ist im Discounter, ist man eine Nummer. Ne? Einfach nur ein 50er auf den Tisch legen und dann ist man weg. Ne? Ich sag mal, wenn man Kiosk vernünftig führt, sag ich mal, und auf die Menschen richtig zugeht, kann man einen Kiosk noch betreiben, sag ich mal. Man wird natürlich nicht reich in der heutigen Zeit, aber man kann davon leben, man kann vieles weitergeben, man kann den Menschen oder den Kindern, sag ich mal, die in der heutigen Zeit, sag ich mal, auch vieles brauchen, auch mal ein nettes Wort hier vor den Klümpchen oder einfach mal das eine oder andere, was man ja auch alt verkauft, von der Milch angefangen bis zum Toastbrot, sag ich mal, so Kleinigkeiten, die halt auch am Samstag und am Sonntag und am Feiertag halt dann auch noch mal genommen werden. Ist halt, da gibt einen so viel wieder, also das macht auch dann die 15, 16 Stunden, die man dann hier halt auch steht, weg. Ne? Also das sind dann halt auch Sachen, die macht man gerne. Man muss Kiosk vom innerlichen leben, sonst braucht man Kiosk nicht aufmachen. Ich habe eigentlich alle Altersschichten, von klein bis groß, von ganz jung bis, oder von jeder Schicht, sag ich mal, der normale Schichtarbeiter bis zum Arzt, sag ich mal, der Vorstand hier vom BP, kauft seine Lektüren, kauft einen Stangen, Zigaretten und, sag ich mal, von A bis Z. Ne? Also ist halt jeder Mensch ist dabei und jeder braucht ein vernünftiges, nettes Wort. Und das ist im Discounter halt nicht der Fall. Ich sag mal, der Kiosk, denke ich mal, bedeutet auch für viele, sag ich mal, eine Anlaufstelle, die, wo halt der eine oder andere vielleicht auch keinen mehr hat. Sag ich mal, wo die Eltern vielleicht, wer weiß, wie weit wohnen und halt die Anlaufstelle ist beim Kaffee morgens, beim belegten Brötchen, dass man sich den ganzen Tag über unterhält mit Leuten, einfach um Pläuschen, um Kaffee draußen oder Mensch, hast mal eine Minute, sind traurige Sachen bei und halt Arbeit verloren, da fängt es an mit der Zeche, ich habe meinen Zechenarbeitsplatz verloren, ich habe dies verloren, Mensch, ich war da früher auf der Zeche, ich habe da gutes Geld verdient, Mensch, Micha, und jetzt stehe ich hier, kann doch nicht mal meinen Kaffee bezahlen, ne? Ist halt irgendwo. Und dann brauchen die Leute halt auch mal ein Wort und sagen, Mensch, ach, das wird schon wieder, Mensch, komm, trink Kaffee, der geht auf mich. Man muss den Kunde auch so nehmen, wie er ist, das ist halt so, der Kunde ist halt so, wie er kommt halt so. Er sagt, wenn der Kunde morgen sagt, Mensch, Micha, ich habe nur 80 Cent für einen Kaffee und der kostet einen Euro, dann sage ich, Mensch, ist doch kein Problem, kommst du morgen. Im Discounter geht's nicht, da geht der Kunde zurück. So, ist er da halt. Der Zusammenhalt ist ganz wichtig, der steht an erster Stelle. Der war früher gegeben, jetzt mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen und dadurch, dass man die Kultur des Kiosks weiter aufrechterhalten muss oder sollte, sage ich immer zu jedem Mensch, geht im Kiosk, macht, tut, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?